Das pharmakologische Forschungsinstitut Mario Negri im norditalienischen Bergamo. Professor Giuseppe Remuzzi sucht hier seit 1975 nach den Ursachen für chronische Niereninsuffizienz. Weltweit leiden über 200 Millionen Menschen an dieser schleichenden Erkrankung. Lange war für viele Patienten ein Leben an der Dialyse unausweichlich. Besonders, wenn das Leiden zu spät erkannt wurde. Das Herz schlägt, die Lungen atmen, nur die Nieren geben keinen Laut von sich, obwohl sie so wichtig sind. Deshalb kommen auch häufig Patienten, die sagen, mir ging es immer gut und jetzt wurde plötzlich eine schwere Niereninsuffizienz festgestellt. Die Nieren sind der Blutfilter des Körpers. Ihre Aufgabe ist es einerseits, Schadstoffe aus dem Blut zu spülen und mit dem Urin auszuscheiden. Andererseits müssen sie die roten Blutkörperchen und nützliche Eiweiße im Blutkreislauf halten. Dieser Prozess setzt aus, wenn eine Entzündung die Nieren schädigt. Eine hohe Konzentration von Eiweißen im Blut kann eine der Ursachen sein. Dann gelangen die Eiweiße in den Urin. Ihre Anzahl zeigt die Schwere der Erkrankung an. Das passiert nur, wenn man krank ist. Wenn wir den Durchlauf der Eiweiße stoppen, können wir die Entzündung eindämmen und die Niere vor weiterer Beschädigung schützen. Den Patienten bliebe die dauerhafte Dialyse, die maschinelle Blutwäsche, erspart. Ein Traum, den Giuseppe Remuzzi in den 1990er Jahren formuliert. Damals forschen er und sein Team an Mitteln, die den Blutdruck senken können. Hoher Blutdruck zerstört die Nieren. Ein Hormon, Angiotensin II, gibt den Zellen der Blutgefäße den Befehl, sich zusammenzuziehen. Der Blutdruck steigt. Die Forscher verhindern diese Weitergabe des Befehls, indem sie den Hormonrezeptor der Zellen mit Medikamenten blockieren. Die Blutgefäße entspannen sich, der Blutdruck sinkt, auch im engen Gefäßgeflecht der Nieren. Der Effekt? Die Eiweiße werden nicht mehr durch die Filter gepresst, ihr Durchlauf wird gestoppt und die Nieren arbeiten wieder ganz normal. Genau das bewirken die von Professor Remuzzi erforschten Medikamente Losartan und Irbesartan. Heute weltweiter Standard in der Therapie der Niereninsuffizienz. Mit knapp 1300 wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist Giuseppe Remuzzi der meistzitierte klinische Forscher Italiens. 1984 gründete er mit Kollegen das Mario Negri-Institut Bergamo. Das Forschungsinstitut arbeitet anders als andere Einrichtungen. Der Anteil von Forscherinnen, die hier arbeiten, liegt bei 85%. Eine Besonderheit in der männlich geprägten Wissenschaftswelt Italiens. Auch der Umgang mit Forschungsergebnissen, die anderswo sofort patentiert und geschützt werden, ist hier deutlich anders. Wenn wir unsere Ergebnisse selbst patentieren würden, wären wir viele Jahre an Verschwiegenheitsklauseln gebunden, bis unsere Forschung für alle verfügbar wäre und bei den Patienten ankommt. Das heißt aber nicht, dass unsere Erfindungen nicht auch kommerziell genutzt werden. Wir patentieren sie nicht selber, gestatten aber, dass Firmen, die uns bei der Forschung unterstützen, sie patentieren. Im Namen der Firma. Wir bleiben der Erfinder, aber das Patentieren macht die Industrie. Ein Beispiel ist ein Mittel gegen seltene Nierenerkrankungen, welches Ariela Benini und Carla Maria Zoya, beides Molekularbiologinnen, erforscht haben. Die Pharmaindustrie investiert für gewöhnlich ungern in die Entwicklung von Mitteln gegen seltene Erkrankungen, da diese nicht lukrativ sind. Das Mario Negri-Institut betreibt eine eigene Forschungsklinik für die seltenen Krankheiten. Creare un ambiente di ricerca
Unsere Forschung dient dazu, die Verbindung zwischen seltenen Krankheiten und weniger seltenen Krankheiten zu zeigen. Sie gibt aber auch der Industrie eine einzigartige Möglichkeit, in seltene Erkrankungen zu investieren. Das kommt an den Patienten zugute. Und dieser Weg funktioniert sehr gut. Wie bei der Erforschung von Selicyclib. Eigentlich ein experimenteller Wirkstoff gegen Krebs. Doch vermutet wurde, dass er sich auch gegen die seltene Krankheit Lupus nephritis einsetzen ließe, eine Autoimmunkrankheit der Nieren. Wir konnten im Tiermodell zeigen, dass die Behandlung mit Selicyclib in einer frühen Phase der Krankheit die Lebensdauer verlängert und die Entwicklung der Niereninsuffizienz verlangsamt. Zudem schützt es die Nieren vor Entzündungen und unterdrückt Autoimmunreaktionen. Noch ist der Wirkstoff in der Erprobung. Doch Erfolge sind im Kampf gegen die Erkrankungen der Niere dringend nötig, sagen die Forscher. Denn heute ist das akute Nierenversagen mit jährlich 13,3 Millionen Neuerkrankungen ein globales Problem, das vor allem Menschen in Ländern mit geringer Infrastruktur trifft. Etwa 1,7 Millionen Menschen sterben daran jedes Jahr, davon 1,4 Millionen in Entwicklungsländern. Wir sehen dabei zu, dass junge Menschen, Kinder, Mädchen an akutem Nierenversagen sterben, obwohl das eigentlich heilbar ist. Und das ist furchtbar. Was machen wir für diese Mädchen? Nichts. Das steht nicht mal bei der Weltgesundheitsorganisation auf dem Plan. Die WHO macht nichts. Die Industrie macht nichts gegen die Niereninsuffizienz, obwohl das Teil der Menschenrechte sein müsste. Im Jahr 2025 soll es keine Todesfälle wegen akutem Nierenversagen mehr geben. Auch das ist ein Traum von Giuseppe Remuzzi. Er und die Mediziner am Mario Negri Institut in Bergamo werden weiter forschen gegen die schleichende Erkrankung der Niere.